Der Jugendmigrationsdienst ist eine Einrichtung, die im Landkreis Helmstedt bei der Diakonie angesiedelt ist. Hier werden junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 12 und 27 Jahren beraten und unterstützt. Finanziert wird das Angebot durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da gibt es einen Fördertopf mit dem Namen Jugend stärken. Diese finanziellen Mittel stehen jetzt in der Bundesregierung zur Diskussion. Es soll gekürzt werden. Helge Böttcher ist der Leiter der Diakoniekreisstelle in Helmstedt. Er sieht dieses Vorhaben kritisch. Die geplanten Kürzungen um bis zu 30% betrachten wir als ein sehr großes Eigentor der Bundesregierung. Weil wenn man jetzt bei Integrationsleistungen spart, wird uns das allen in einigen Jahren teuer zu stehen kommen. Tatsächlich ist die Nachfrage des Beratungsangebots in der Diakoniekreisstelle in Helmstedt hoch. Gerade durch die neu zugezogenen Ukrainer gibt es eine sehr große Nachfrage nach Beratung im Bereich Studium, bei Sprachkursen oder auch bei Berufsanerkennung. Der Jugendmigrationsdienst der Diakoniekreisstelle in Helmstedt steht mit den Schulen und Einrichtungen in der Region in Kontakt und weist auf das Angebot hin. Wer Interesse an einer Beratung hat, kann sich bei der Mitarbeiterin Lana Osment melden. Bei einem persönlichen Termin wird dann individuell beraten, wie der Jugendmigrationsdienst konkret helfen kann. Wir beraten junge Menschen bei der Wahl eines möglichen Berufes, bei Ausbildungsangeboten, berichten über Fördermöglichkeiten und machen auch Bewerbungstraining. Die Kürzungen im Haushalt der Bundesregierung im Bereich des Jugendmigrationsdienstes würden die Kreisstelle Helmstedt belasten. Momentan kann aus den Mitteln eine halbe Stelle für den Jugendmigrationsdienst finanziert werden. Eine Kürzung der Mittel im Migrationsdienst wäre aus unserer Sicht ein sehr großer Verlust für den Landkreis Helmstedt, weil wir unsere Beratungsangebote dann nicht mehr sicherstellen können. Für die Weiterführung ihrer Arbeit fordern die Jugendmigrationsdienste mindestens die finanziellen Mittel, die sie auch in diesem Jahr erhalten haben. Das waren bundesweit rund 69 Millionen Euro. Zusätzlich seien 10 Millionen Euro notwendig, um unter anderem die Demokratiebildung an Schulen und die steigende Anzahl von Beratungsfällen bewältigen zu können.